zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Part von Dark Project Gold. Beziehungsweise Thief, ich habe eine Nachricht. Nein, habe ich nicht. Ich muss ganz kurz meinen Timer einstellen. Nein, die Kamera, die Uhr, verdammt. Ach ja, es kann sich nur noch um Stunden handeln. Okay. Gut, dann würde ich sagen, wir waren auf der Suche nach der verlassenen Kathedrale. Verlassene Kathedrale? What the fuck? Was rede ich hier für ein Bullshit? Auf jeden Fall waren wir auf der Suche nach der Kathedrale. Komme ich hierher? Ich weiß es gar nicht. Ja, da unten ist dieser komische Feuermensch, Feuermann-Mensch. Keine Ahnung. Ich würde mir ja ganz gerne wieder irgendwas als Mauspad hier drunter legen. Kleinen Moment. Ah, Hilfe. Ich nehme gerade etwas mein Zimmer auseinander. Das Gewitter draußen. Also nicht wundern, wenn man hin und wieder so Donnergeräusche hört. So. Ach, schon besser. So, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Sieht das wie Metall? Es ist Metall. Aber ich hoffe einfach mal, dass mich hier keiner hört. Deshalb gehe ich einfach munter voran. Wohin auch immer. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich hier schon mal war. Oh, ach so, es fängt an zu regnen. Ich habe mich gerade voll erschrocken. Ich habe irgendwas hinter mir gehört. Wann waren das nur die Regentropfen? Hahaha, Barrick. Nein, nicht Barrick. Böses Barrick. Barrick. Hey, nein, nicht weglaufen. Ich will dich doch nur treffen. Lass dich töten, verdammt nochmal. Wovor zum Henker bist du eigentlich weggelaufen? Moin Jott. Das war meine Verfolgungsjagd. Es hat gedauert. Aber wenigstens habe ich das Vieh noch umhauen können. Oh, hallo. 1080 an Gold. Was haben wir hier noch? Hier war ich, glaube ich, auch noch nicht. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich keine Ahnung, wo ich schon war und wo noch nicht. Ach doch, auf der anderen Seite da vorne war ich. Okay. Kiste habe ich. Also es sieht auf jeden Fall, wo bin ich hier? Market. Ja, okay. Das heißt, ich bin ziemlich nah an der Kathedrale dran schon. Hier war ich auch schon, so wie es aussieht. Genau, hier ging es runter. Doch, hier war ich auch schon. Heißt aber nur, dass ich, wenn ich jetzt hier längs gehe, eigentlich irgendwo bei der Kathedrale landen müsste. Jetzt weiß ich allerdings nicht, wo ich genau her muss, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich glaube, hier kam ich hoch, da kann ich runter. Ich weiß es nicht. Ich höre noch einen Barrick. Aber der soll mich gerade mal nicht stören. Okay, hier war ich offensichtlich noch nicht. Ich glaube, daran hätte ich mich erinnert. Das sieht ja schon mal spannend aus. Muss zugeben, ich habe wieder ein bisschen Angst. Oh, nein. Was ist das denn? Wo bin ich hier? Ich glaube, als ich das letzte Mal gezeigt habe, habe ich das hier gar nicht gefunden. Oder müsste ich das gefunden haben? Oh Gott, komme ich hier nachher wieder hoch? Ja, okay. Gibt es hier noch
zu holen. Und schon wieder kriegen wir nasse Füße. Wobei, mittlerweile, so wie es aussieht, stehen wir hier bis zur Brust im Wasser. Wow! Holy shit! Oh mein Gott! Ist das euer Ernst? Ehrlich? Ich kann im Wasser nicht schießen! Ich kann im Wasser nicht schießen! Hilfe! Drei Stück auf einmal! Ist das euer fucking Ernst? Oh Gott. Okay. Kommt her. Nein, nicht. Nein. Oh Gott. Nein. Oh, ja. Treffen wird auch wert sein. Jetzt treff doch mal, verdammte Scheiße. Nicht weglaufen. Böses Barrick. Nicht weglaufen. Ich kann doch im Wasser nicht schießen. Stipp. Dankeschön. Okay. Ich fühlte 20 Pfeile verballert, nur für dieses eine Leben zu viel. Aber da waren noch zwei. Wollten die mir nicht hinterher laufen. Komm schon. Nein, die sind in die andere Richtung gelaufen. Da links. Okay. Habe ich kein Problem mit. Wirklich. Speichern. Das sind immer nur so Verstecknischen. Ich gehe mal davon aus, dass die Viecher irgendwann zurückkommen. Oder? Doch nicht? Hm. Offensichtlich nicht. Nee. Ah! Jetzt kommen die doch zurück, wa? Nein! Lasst mich! Lasst mich! Hilfe! Wo komme ich weiter? Hier komme ich weiter. Wieder nur so Verstecknischen. Okay. Okay. Hui! Huh, geschafft. Ich bin ihnen fast erfolgreich abgehauen. Und habe immer noch keine Ahnung, wo ich jetzt gelandet bin. Ja. Oh Gott. Oh Gott, das wird ja immer schlimmer. Hi, was war's? Nein. Hopp. Also das sind diese ekelhaften Scherenviecher, von denen ich erzählt hatte. Beziehungsweise die wir vorhin auch schon gehört hatten. Würdest du bitte jetzt endlich mal sterben? Dankeschön. Puh. Okay. Also, wie in ein, zwei Parts vorher schon erwähnt, es laufen hier wirklich die kuriosesten Viecher rum. Und man ist wirklich vor nichts sicher hier. Aber alles auch Viecher, mit denen man im späteren Verlauf des Spiels nochmals konfrontiert wird. Und das sind definitiv auch nicht die kuriosesten Viecher, mit denen ich hier gerade zu tun habe. Aber... Da Killing Constantine in den Kommentaren immer schon genug spoilert, will ich das jetzt nicht auch noch tun. Ja, du darfst dich gerne angesprochen fühlen. Und zwei Wasserpfeile. Halt, stopp, hier ging's lang. Oder? Ich gehe einfach erstmal hier oben gucken. Den Seilpfeil von da hinten habe ich jetzt natürlich nicht mehr mitgenommen, das war ein Fehler. Weil Seilpfeile sind wichtig und ein sehr kostbares Gut in diesem Spiel, finde ich. Ich glaube... Hier war ich schon. War ich schon? Nein, hier war ich noch nicht. Oder doch?
Ich weiß es nicht. Wo bin ich denn jetzt? Doch, das ist... Oh mein Gott, das ist der Ort, wo ich angefangen habe. Mensch, das Ding führt dann ja in die Irre. Komme ich jetzt wieder hier runter? So, da. Zack. Halt, Moment. Ich meine, da hätte ich was gesehen, wo ich noch... Ach doch, natürlich. Wenn man sich die Zeichnung von den Häusern nicht merkt. So. Gibst du mir den Pfeil? Gibst du mir den? Bitte, bitte. Danke. Oh, oh, oh. Ah, okay. Sehr schön. So, jetzt hier längs. Und hier längs und hier längs. Und dann sind wir bei der nächsten Scherenkreatur. Oder? Doch nicht. Ich meine, hier würde auch noch so eine rumlaufen. Offensichtlich dann doch nicht. Ich hoffe, der steht nicht nochmal auf. Wir haben 1180 Gold. Das finde ich sehr schön. Und Wasserfall. Einmal. Zweimal. Ey, gib mir den. Los. Zweimal. Das war's? Okay, das heißt dann aber wohl, dass es tatsächlich doch nicht hier weitergeht. Kann man das... Nein, kann man nicht aufmachen. Sondern, dass ich doch tatsächlich wieder zurücklaufen muss, oder wie? Oder gab es hier noch einen zweiten Weg? Nee, ne? Hier gab es nur den einen Weg, an den Barracks vorbei. Und was hat mir das jetzt eingebracht? Ein bisschen Gold und dass ich diesem scheiß Viech dagegen überstand. Mehr hat mir das echt nicht gebracht. Das finde ich ja jetzt super. Okay, gibt es hier noch einen anderen Weg? Hier muss es doch einfach einen anderen Weg geben. Was ist das? Ach, Gold. Okay, ich glaube, ich schaue mich immer noch ein bisschen um. Auch auf die Gefahr hin, dass ich in irgendeiner Form von diesem Barrack-Viechern jetzt wieder angefallen werde. Noisemaker Arrow und Rope Arrow. Also ein Seilpfeil und ein Lärmpfeil. Zu Deutsch. Nein. Boah, hört ihr diese Geräusche im Hintergrund? Das ist gerade ganz böse. Oh mein Gott, das war ein Blitz. Ich hoffe, das ist jetzt nicht der Weg, wo ich herkomme. Doch, das ist der Weg, wo ich herkomme. Richtig? Oder? Ich weiß nicht. Nein, das ist nicht der Weg, wo ich herkomme. Also das ist der Weg, wo ich ganz am Anfang herkam. Sprich, hier komme ich auch wieder zurück. Aber wo sind jetzt die Barracks hin? Da sind sie. Oh Gott, auf dem Weg kann ich denen noch gar nicht entgehen. Oh, ab mit einem scheiß Kopf. Ah. Hilfe. Okay, ich hoffe, die waren nicht so schnell. Was habe ich denn hier noch für Pfeile? 5 Feuerpfeile. Habe ich noch Meme? Wasser bringt bei denen nichts. 4 Minen damit. Oh, okay, er sieht... Doch, ist es nicht. Okay, es ist nur einer. Das heißt, der andere muss irgendwo noch hier rumlungern. Im schlimmsten Fall irgendwo hier vorne. Ich halte mich mal in den Breitkopfpfeile bereit, aber wenn ich sie jetzt gerade nicht beschießen kann. Ach, halt die Schnauze hin. Oh, ist es tot? Ah, nein, es ist hier! Ah. Auf so rum zu schreien. Hi. Ja, kotz dich aus. Jetzt bleib doch mal stehen, damit ich dich vielleicht nochmal treffen kann. Oh, ja. So, jetzt habe ich den Winkel gefunden, in dem ich treffe. Oder auch nicht. Willst du jetzt bitte endlich mal sterben? So viele Pfeile habe ich noch auch wieder nicht mehr. Ach, scheiß drauf.
Komm zurück. Lego Mio. Es wäre die Licht. Komm ich darüber? Oh, locker, locker. Nur nicht hier durch. Gibt es mich irgendwo hier? Hebel. Toll, jetzt habe ich Licht gemacht, aber komme ja trotzdem nicht weiter. Manu. Aber ich... Ach ja, genau. Das Offensichtlichste sehe ich einfach gar nicht. Okay, wo bin ich jetzt? Nirgendwo mehr. Die Karte zeigt mir einfach an, dass ich nirgendwo bin. Cathedral. Ich bin tatsächlich bei der... Oder auch nicht. What? Da steht aber was von Kathedrale. Oder? Aber das ist nicht die Kathedrale. Das ist nämlich der Weg, wo ich schon mal war. Hier steht's. Ach ja, das ist auch Manu. Ach, das ist dieser dämliche Weg, den ich nicht gehen konnte. Weil da diese. Okay, Leute, mittlerweile bin ich wirklich, wirklich auf der Suche nach dieser scheiß Kathedrale. Und das Problem ist einfach nur, dass ich absolut keine Ahnung habe, wo ich lang muss. Irgendwie... Ach scheiße, ich habe mein Facebook wieder offen gelassen. Irgendwie bin ich gerade dezent aufgeschmissen. Kann ich hier hoch? Natürlich kann ich hier nicht hoch. So, hier ist noch ein Barrick. Und hier geht es noch runter, aber eigentlich müsste ich hier hoch und nicht runter, oder? Ist egal, ich laufe einfach mal hier komplett den Weg, den ich kenne. Beziehungsweise nicht kenne. So, und hier bin ich wieder genau da, wo ich angefangen habe. Richtig? Richtig. Super. Das hilft mir weiter. So. Cool. Jetzt muss ich nur noch irgendwie herausfinden. Hier geht's wieder hoch. Ich glaube, den Weg bin ich gerade runtergelaufen. Oder auch nicht. In Häuser gehe ich jetzt nicht mehr rein. Einfach weil... Weil... ich keinen Bock habe, dass ich mich wieder irgendwie total verfranse, weil ich in dem einen Haus rein und aus dem anderen rausgehe. So, und jetzt bin ich quasi wieder einmal im Kreis gerannt. Hat mir sehr viel gebracht. Vielen Dank. Und eigentlich wollte ich jetzt gerne... irgendwo gab es hier noch einen Weg, wo Wasser war. Genau hier. So. Hier werde ich jetzt nämlich ganz gedreist. Einfach mal, wenn ich treffen würde. Bams. Die Brücke runterlassen. Das ist übrigens auch ein wundervoller Tipp von Killing Constantine gewesen. Vielen Dank dafür. So. Den Fall würde ich mir aber gerne wieder einsammeln. Danke. Und dann speichere ich einmal kurz. Kann den Part quasi auch gleich schon wieder beenden. Weil ich hier mittlerweile schon wieder bei Schlüssel. Bei 18 Minuten bin. Gibt es hier noch irgendwas mitzunehmen? Nein, gibt es nicht. Außer dem Schlüssel. Das freut mich aber doch sehr. Und wo sind wir jetzt? Das sieht doch sehr gut aus. Das sieht sehr, sehr vielversprechend aus. Und ich möchte aber gerne mal da oben hingucken, ob da irgendwelche... Mein Gott, ist das laut. Ob da irgendwelche Dinge sind, die ich noch mitnehmen könnte. Nein, hier schon mal nicht. Hier vielleicht. Da lässt mich der Pfeil nicht. Lass mich schießen. Auch nicht. Heilige Scheiße. Wahnsinn.
Schön, dass ihr jetzt das Gewitter auch mal mitbekommt. Muss ich da runter? Ich glaube nicht. Ich glaube aber, hier war ich auch schon mal. Das sieht auf jeden Fall nichts. Ziemlich stark danach aus, dass ich hier schon einmal war. Market, natürlich. Sicher war ich hier schon. Oh no. Ach Mensch. Dabei sah das Ganze so vielversprechend aus. Richtig, und dann bin ich da runtergegangen. Nein, ich bin hier hochgekommen. Hier bin ich hochgekommen, richtig? Ja. So sieht's aus. Das heißt, ich müsste unter Umständen doch darunter. Ah, jetzt habe ich aber erstmal eine andere Idee. Und zwar möchte ich euch gerne einen anderen Teil dieses Levels zeigen. Hopp. Aber das spare ich mir fürs nächste Mal auf, denn ich bin wieder bei meinen 20 Minuten. Das ist ein wunderschöner Abschluss für diesen Part, finde ich. Ich habe zwar die Kathedrale immer noch nicht gefunden und ich werde sie wahrscheinlich auch die nächste Zeit nicht finden. Es sei denn, ich schaue mir einfach in anderen Parts nochmal an, wo ich sie denn genau finde. Und ja, ansonsten gehen wir beim nächsten Mal durch diese wundervolle Tür, die ich noch nicht aufbekomme, aber die ich dann aufbekommen werde auf jeden Fall. Ansonsten bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Über Kommentare freue ich mich natürlich auch immer. Abonnieren nicht vergessen. Schaut unten in die Videobeschreibung, da sind meistens wichtige Links drin, unter anderem mein Facebook und Twitter. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!